Ja, hallo und herzlich. Galaxie. Mysteriöser Kreisgalaxie. Los geht's, Leute. Das sind hier wohl die ultimativen Galaxien, die uns nochmal so richtig austesten. Bin ich mal gespannt, Alter. Der Weg durch den Superraum. Sehr geil. Habe ich da oben etwa Pilzi gesehen? Sehr geil. Für alle, die nicht so viel gesammelt haben. Und so eine kleine Abkürzung brauchen. Verschwindet aber auch alles. Sein Ernst? Alter, wie viele Kamex sind denn hier bitte? Egal. Rein in die Röhre, weg hier. So. Schön mit dem Lichtstrahl mit. Ja. So. Der Kamek ist auch gemein, ne? So. Schon krass, dass... Oh, jetzt müssen wir noch das machen. Aber es geht erst los, wenn wir diese Münze aktiviert haben. Na, mal gucken, wo es weitergeht. Yes. Wo müssen wir hin? Da oben scheint ein One-Up zu sein. Yes. Das riskiere ich nicht. Okay, oder doch. Sehr geil. Da muss man hoch. Okay, gut. Boah, man muss sich runterfallen, wenn man hier runterfällt. Dann hat man das richtig verkackt. Oh mein Gott. Okay. Ohne Schaden diesen Parcours bestanden, das ist gut. Alter, hier oben ist wieder was. Leute, ich zeige es euch wieder.
Oh, zeigt euch, wie man verliert, Digga. Oh Mann, so ein Shit, ey. Also. Da kommt man wohl nicht so leicht ran. Ja, dafür brauchst du wohl dann dein Trampolin. Seinem Weg hier folgen. Die Longjongs machen das halt ein bisschen einfacher, ne? Egal, ob du auf dem falschen Weg bist, du kommst auf jeden Fall wieder auf den richtigen. So. Jetzt ist mal wirklich Schicht im Schacht für die KMX. Wenn ich bedenke, dass hier mit Schatten Mario oder Zeit zu machen, ist es schon geisteskrank. Du machst halt einen Longjump und mit der Sternendrehung korrigierst du deinen Sprung. Yes. Yes. Ziemlich geil, Alter. Ziemlich geil. Wir haben die Höhlenverlies-Galaxie. Die kümmern wir uns heute. Der Zauberer auf dem Geisterschiff. Let's go, Leute. Das wird Camilla sein. Das wird ein harter Kampf gegen sie. Denn ich weiß auch, was der Komitee bewirkt, dass wir mit einem Leben gegen sie kämpfen müssen. Und das wird kein Spaß und kein Zuckerschlecken. So. Yes! Da ist wieder ein One-Up. Warte. Wir kriegen es auf jeden Fall. Und müssen uns jetzt zu dem Planeten hochschießen. Der mit dem Stern. Wow, ein Stern, haben wir noch nie gesehen. Ich glaube, ich habe sie alle besiegt irgendwie. Und jetzt Zugang zur Feuerblume. So, ich glaube, das hat schon ausgereicht. Sehr geil. Dann können wir ja hier rein. So, Kamek direkt mal aus dem Weg geräumt. Wir müssen tauchen. Oh, Blooper. Was macht Toad denn hier unten? Hier ist ein Tunnel! Wie kannst du unter Wasser denn noch reden, Alter? Geisteskrank. Gut. Dann möchte
sich an die Wasseroberfläche. Sehr schön. Hier ist das Geisterschiff, Leute. Ehrlich an einem Start hier. Geilomat. So, komm mal her, kleiner Geist. Whee, sind da sogar Geister. Ist mir egal, ich gehe direkt aufs Schiff. Wo wir zur Sache kommen werden, Camilla. Das Date mit dir habe ich nicht vergessen. Ich hole es jetzt nach, das Date. Komm mal her hier. Zeig mir, was du kannst. Das Date ist aber nicht so, wie du es dir vorstellst. Ich glaube, wir haben unterschiedliche Ansichten von einem Date. Na? Ich hätte mir was Schöneres vorgestellt, als gegen dich zu kämpfen. Warum willst du auf einmal kämpfen mit mir? Was habe ich dir getan? Na gut. Dann spielen wir halt Fang. Hier, fang den Ball. Oder die Shell. Warum fängst du nicht? Echt jetzt mal. Fang spielen kann sie gar nicht, ne? So was Blödes. Und weil sie sauer ist, macht sie Feuerbälle hier. Schön getroffen hier. Du sollst doch mal hingucken, wenn ich auf den Ball zu dir werfe hier. Wirklich. Es ist unfair. 3 gegen 1, Leute. 3 gegen 1 ist echt unfair. Das kann aber nicht sein hier. Ja. So. Wenigstens habe ich ihre Kamix erledigt. Das heißt, dieser ganze Zirkus hier hat sich jetzt erstmal erledigt. Aber das Ganze mit einem Leben zu machen, ich habe jetzt mindestens einen Treffer kassiert, ist das schon ein bisschen geisteskrank, ne? Na komm her. Jetzt habe ich hier in ein Kamik erstmal erledigt. Sie kann ja unendlich viele spawnen von denen. Sie sollte Bosas Eminenz verteidigen, nicht Kamek. Er ist zwar seit Urzeiten sein Zauberer, aber sie? Sie ist mächtiger, ja? Sie unterwirft Kamek. Ich schwör's. So, was ist jetzt hier? Ich finde es unfair, wie ich dich behandle. Na komm. Gegen einen Kamek und gegen dich gewinne ich auch so. Erstmal hat der eine wieder kassiert hier. Weißt du, guck mal. 1 gegen 1 ist immer noch besser als 2 oder 3 gegen 1. Brauchst du auch nicht mit Feuer schmeißen, das macht gar keinen Sinn. Hier, unser Date war. Na, wo spawnst du jetzt? Bam! Hab doch gesagt, fang die Shell. Aber nein, du machst nicht, Digga. Und das war's jetzt mit dir. Aber eine Revanche kriegen wir ja noch gegen dich. Da hast du ja einen bestimmten Vorteil dann. So. Let go, Alter, hier. Mit dem Stern. Spaziergang am Himmel. Na dann, Leute. Nach dem Geisterschiff kommt sowas. Da ist auch ein Stern, ne? Yes! Was habt ihr mir zu erzählen, Toads? Was ist hier passiert? Ich bin ohne Worte besetzt. Dieser Pumpmaulwurf, so da stört unsere Erkundung. So, ich spiele Fußball mit dir. Bist du bereit für meine Bälle?
Das war schon der zweite. Warum macht ihr immer so einen Stress? Okay. Stress. Okay. Was war das denn gerade? So. Das Problem wurde beseitigt. Was war das gerade für ein Bug, Leute? Habt ihr das gesehen? Na, okay. Du hast mich geschlagen, jetzt bin ich dran. Freundchen. Was mit dem Tod hier? Aufwachen! Voll die falsche Stampfattacke. Fleisch! Digga. Du pilzt bis Fleisch auf mein Baguette, ey. Wenn schon, denn schon. So, Spaziergang am Himmel, das heißt, wir müssten definitiv in die Kanone rein. Und uns irgendwie dahin schießen, oder? Ja, Mann. Da ist übrigens auch eine Truhe im Wasser. So, versucht die Krabbe. Ich weiß, dass der Planet auch irgendwas Besonderes hatte. Der wurde immer kleiner dann am Ende. Ist dieser Anfangsplanet in kleiner Version, er wird immer kleiner. Hier kommen Münzen. So. Mal schön die Münzen sammeln. 50 Münzen. Guck mal, wie er immer kleiner wird, der Planet. Witzig. So, und dann. Lol. Na komm, du kriegst den Arsch voll. Und der hat für mich gleich einen One-Apparat hier. Was ist in der Truhe drin? Da hinten ist ein Panzer. Lass es uns herausfinden. Und dann nicht mehr so lange hier aufhalten. Let's go. Zehn kleine Fische, die schwammen im Meer. Da sagte die Mutter, ich warne euch sehr. Auch wieder ein One-Up. Also du findest wirklich im Spiel unnormal viele One-Ups. Die werden dir wirklich hinterhergeworfen. So, jetzt brauche ich aber noch mal irgendwie eine Münze. Das gibt's doch nicht. Da, Bruder, ich will da hoch. Lol. Und wenn wir hier reingehen, gibt es dann hier drin einen Weg? Warte. Mich hält die Decke da immer wieder auf, ne? Ja, mich hält die Decke auf. Aber trotzdem konnte ich hier gut abkürzen. Warte. So, damit kamen wir hier easy hoch. So. Gut.
ich das auch wieder ohne Lanze schaffen? Nein, kann ich nicht. Da ist einfach nur so ein Block. Stellen wir uns ja vor. Wo werden wir denn jetzt hingeschossen? Was ist das denn hier? Schieb, schieb? Lost Levels? WTF? Noch nie so viele Münzen bekommen in einem Level. Ja, laber nee, dann trifft mich tatsächlich einer von diesen lächerlichen. Schieb, schieb's, ey. Das ist wie, als wenn du Pokémon spielst und einen Carpador gegen einen Carpador verlierst. Ernsthaft? Höchstens gegen eine Level 100, das kannst du nie mehr verlieren, ey. So. Diese Melone hier. In der Wassermelone im Zentrum ist ein Powerstone versteckt. Schieße die Tennisbälle mit Stampfattacken auf die Melone und zerstöre sie. Geil. So eine fette Wassermelone hätte ich auch gerne. Wirklich geil. Komm. Kriegen wir Imagine? Heftig. Super. Let's go, Leute. Ran an den Speck. So, Camilla. Sie ist nicht darüber erfreut, dass sie die Bälle und Shells abbekommen hat. Deswegen geht der Kampf jetzt weiter. Und diesmal haben wir nur ein Leben. Na dann. Dann wollen wir schnell zum Hauptteil kommen. Das hat wohl gar nichts gebracht. Ah, das hat sie getroffen. Okay. Sie konnte ihn wieder nicht fangen. Das ist aber schlimm. Oh nein. Jetzt kriegen wir wohl Feuerbälle. Sie kommen nicht dahin. Das ist lächerlich. So. Zweite Partie. Jetzt hat sie wohl genug und macht wieder diesen Move. Das ist halt auch das Schwerste da dran. Aber wenn jetzt hier irgendwo ein Feuerball hinfliegt, dann ist halt verkackt. Okay, jetzt haben wir aber auf jeden Fall schon mal die Kamels erledigt. Ja, genau, Alter. Wenn ich den treff, dann sterbe ich wieder so, ey. So, und da frisst das, Alter. Einfach frisst das! Das war's endgültig für dich, Camilla. Ich hoffe, du lernst aus deinen Fehlern, dich nicht mit Mario anzulegen. Mario zerlegt jeden. Hat sich gereimt.